Ja, und dann kommen natürlich auch die Schweizer mit ins Spiel. Herzlichen Dank, ihr lieben Schweizer, dass ihr wieder mal eine wichtige Diskussion aufgenommen habt. Wie so oft übrigens in den vergangenen Jahren kann man sich an der direkten Demokratie der Schweizer wirklich ein Beispiel nehmen und vor allem daran, was für wichtige Themen dadurch in die öffentliche Diskussion kommen, auch wenn sie vielleicht erstmal abgelehnt werden, aber die Diskussion darüber wird öffentlich geführt. Allein das ist schon ein Riesenvorteil dieser direkten Demokratie, wo die Bürger, wenn sie genug sind, für sie wichtige Themen in die öffentliche Diskussion, in die politische Diskussion zwingen können. Und das ist hier beispielsweise mit dem bedingungslosen Grundeinkommen geschehen. Die Diskussion darüber zwingend notwendig. Wir werden uns neue Systeme überlegen müssen. Wir kommen in eine Situation, in der immer mehr automatisiert wird. Das ist natürlich schon seit Jahrzehnten so, dass wir höhere Automatisierungsquoten haben. Aber die Geschwindigkeit, mit der heute Jobs abgeschafft werden, von denen man nie erwartet hätte, dass sie abgeschafft werden, das nimmt dramatisch zu. Früher war das ein langsames Entwickeln, sodass man sich innerhalb einer Generation oder von 10, 20 Jahren hin zu neuen Jobs orientieren konnte. Das geht heute so schnell, dass innerhalb von wenigen Jahren Jobs verschwinden, von denen man es 5 Jahre vorher gar nicht ahnen konnte und plötzlich sind hier ganze Berufsbranchen nicht mehr notwendig. Wir werden für immer weniger Menschen Jobs haben. Ob das im IT-Bereich alles aufgeholt werden kann, im Dienstleistungsbereich vollkommen offen. Kurzum, wir haben eine immer höhere Produktivität und immer weniger Menschen, die daran teilhaben. Wir haben riesige Fabriken ohne Mitarbeiter. Ich habe einige besichtigt, die laufen 24 Stunden, riesige Fabrikhallen. Da ist kein Mensch außer dem Pförtner. Und das hat schon Henry Ford gesagt, dass Maschinen keine Autos kaufen. Wir werden also überlegen müssen, wie wir diese extreme Produktivität, ja, die am Ende bei einem einzigen Menschen, wenn man es einfach rechnet, nämlich bei dem Fabrikbesitzer, vereinfacht ausgedrückt, ankommt, wie man diese Produktivität trotzdem der Masse der Gesellschaft in irgendeiner Form zukommen lässt, damit die überhaupt am Leben teilhaben können, an der Entwicklung der Gesellschaft. Wenn die Maschinen sich gegenseitig selbst bauen, wer soll sie dann noch kaufen? Und jetzt kommt die Diskussion, wenn wir ein bedingungsloses Grundeinkommen für alle haben, nimmt das jetzt die Faulheit überhand, das heißt, die Leute arbeiten gar nichts mehr, oder ist es dann doch der eigene Antrieb zu sagen, das ist mir zu langweilig, ich will das schaffen, ich will das erledigen, ich will das erreichen. Ich glaube, die meisten von uns werden Letzteres unterschreiben, werden sagen, selbst wenn ich ein bedingungsloses Grundeinkommen hätte, ich würde sofort wieder was aufbauen, ich würde sofort wieder irgendwas Neues schaffen, die Zeit für was anderes nutzen, ich will doch nicht am Fensterbrett sitzen und rote Autos zählen. Den Antrieb, Dinge zu entwickeln, ist in den meisten von uns angelegt. Es gibt diejenigen, bei denen das nicht der Fall ist. So what? Das sei hingestellt, das ist auch heute schon so. Aber ich glaube, die Masse der Bevölkerung, die Masse der Menschen würde sich dann nicht in die faule Hängematte legen, sondern ganz im Gegenteil, diese Freiheit nutzen, die Dinge zu tun, die ihr wichtig erscheinen. Das sind unter Umständen sind das vielleicht keine Dinge, mit denen sie Geld verdienen, aber die für die Gemeinschaft wichtig sind, ehrenamtliche Tätigkeiten etc. mehr. Also ich glaube, die Diskussion zumindest über bedingungsloses Grundeinkommen zwingend notwendig. Und die Frage bleibt natürlich auch, wo ist denn der Unterschied zwischen dem bedingungslosen Grundeinkommen und dem, was wir heute als Helikoptergeld diskutieren, dass die Notenbank den Bürgern Geld gratis aufs Konto überweisen will, damit die konsumieren? Das ist nichts anderes als bedingungsloses Grundeinkommen, heißt nur anders. Und dass selbst Draghi neulich sagte, das ist ein interessantes Konzept, sollte uns zu denken geben. Also, die Diskussion hat gerade begonnen. Herzlichen Dank in diesem Zusammenhang an die Schweiz. Ich hoffe, wir werden sie aufnehmen und weiterführen. Ob es am Ende bedingungsloses Grundeinkommen oder andere Konzepte sind, sei dahingestellt. Wir brauchen aber eine Lösung für unser Problem.